Hey Zuschauer und Konsumenten, willkommen zurück beim Herrn Lück und heute wieder meine Spielesammlung. Heute, Moment, was haben wir hier? Brigade 7.62 High Caliber. Das 7.62 ist, glaube ich, Kleinkaliber, das hatte ich damals beim G3, wenn ich mich nicht irre. Und das ist ein Rundenrollentaktik-Blabums-Spiel, Anknüpfung an die Kultserie Jagged Alliance. Damit könnte man es vergleichen, würde ich aber nicht machen, weil es gibt davon, das Spiel ist so, also es muss schlecht sein. Ich habe es selber noch nicht gespielt, ich habe es damals wirklich für 1,99 gekauft. Jetzt kostet es, Moment, ich gehe mal auf Amazon, es kostet 3,99 und wenn ihr es neu haben wollt, könnt ihr es für 1 Cent kaufen oder gebraucht für 1 Cent oder als Sammlerstück für 4,99. Es wird angeboten mit Hired Guns, The Jacked Edge, Brigade E5, New Jacked Union. Und ich glaube, das ist auch der Nachfolger davon. Er läuft unter Windows 7 und er braucht mindestens XP und dann 2,6 GHz, 1 GB RAM sowie DirectX 9, Radeon X800, DirectX kompatibel und sage und schreibe 4,5 GB freien Festplattenspeicher. Das Ganze ist ab, was steht denn hier, ab 12 Jahren und ab 16 PEGI und ist von Peter Games und von Wansi Company. Und von, ja, das war's. Was gibt's noch zu sagen? Hier, Brigade 7.62 High Caliber ist der Nachfolger des preisgekrönten Achso, das ist im Dunkeln hier. Action Tactic Hits Brigade E5 entführt die Fans vom Strategie das blendet hier. Vom Strategie Klassiker nach Lateinamerika. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist ja furchtbar. Also, jetzt gilt es, kühlen Kopf zu bewahren. Ganz zu schweigen davon, dass du sehr klug wählen solltest, wen du dir zum Feind oder zum Freund machst. Ganz kurz mal was von Amazon. Die sagen nämlich, also was ich dazu sagen muss, Moment, jetzt habe ich es schon mal hier in der Hand. Und zwar, was richtig geil ist, für 1,99, das Handbuch. Das Handbuch hat sage und schreibe 92 Seiten. Also das gibt's ja überhaupt nicht mehr. Hier sind alle Charaktere richtig mit Wahnsinns, mit einer Story, die mindestens, ich weiß nicht, 2 Absätze hat hier. Und die machen wirklich für jeden da eine Einführung, also die grundlegenden Attribute, Gesundheit, Energie, Stärke, Ausdauer, Erfahrung, Sehkraft und so weiter. Das ist alles wichtig, anscheinend in dem Spiel. Ich weiß halt nicht, wie sie es umgesetzt haben. Aber grundsätzlich gibt es hier echt eine ganze Menge, wenn man verwundet ist. Und was weiß ich, die strategische Karte. Es wird alles idiotensicher erklärt. Jetzt ist natürlich so, ich versuche das jetzt mal hier zu zocken. Im Hintergrund läuft es ja schon ein bisschen. Das ist natürlich ein sehr gemütliches Spiel. Naja, ob ich das jetzt gleich schnalle, weil ich will jetzt nicht hier, wie viele Seiten sind es, was habe ich gesagt, 90, na 92, na 88, 85 Seiten, möchte ich eigentlich jetzt nicht lesen. Also, das versteht ihr doch hoffentlich. Ja, und dann gehen wir direkt mal rein. Und da sind wir dann schon mitten im Geschehen, hier bei dem wunderschönen Auto. Wir können uns, ich weiß gar nicht, wie kann man denn die Karte kann man drehen mit der rechten Maustaste. Das ist doch schon mal toll. Wir befinden uns gerade hier und müssen irgendwie in sage und schreibe 15 Minuten müssen wir etwas finden. Und zwar einen Einheimischen, wenn es geht. Geh mal dahin. Mit den Pfeiltasten bewegt man sich nach vorne und nach hinten. Mal gucken, was das ist. Das ist ein Einheimischer, mit dem können wir ja mal reden. Vielleicht bekommen wir Informationen. Und wie ihr seht, hier muss nicht viel gelabert werden. Das ist mein Puls, das ist meine Genauigkeit, hier gibt es meine Eigenschaften und ein Einheimischer ist schon angesprochen. Es gibt keine Vertonung, kein Nichts. Das ist natürlich eine Sache, naja, wo man eigentlich sagen müsste, ey komm, das geht heutzutage gar nicht mehr. Von wann ist denn das Spiel überhaupt? Das muss ich mal gucken, von wann ist denn das? Moment, ich gucke, es ist von 2009. Okay, also da war das auch kein Standard mehr. Ich kann mich noch erinnern an die ganzen Sachen, die
mit dem Jack the Lions Man, wo zum Beispiel der eine sagte, Psst, Geräusch. Oh ja, oh gut. Oh Woody, yeah, alles klar. Hier ist ein Foto. Komm, wir fragen den Einheimischen, der sieht einheimisch aus, nach Ippolit Baschirow. So. Erkundige dich. Ippolit Baschirow. Ippolit Baschirow ist ein Tourist, hab noch nie von ihm gehört. Zum Fortsetzen klicken. Okay, dann fragen wir mal nach dem. Das ist unser Staatsoberhaupt. Aha, okay, alles klar. Und Ende. Ich sehe mich bloß um. So, das heißt, wir gehen zum nächsten Einheimischen. Ist das ein Einheimischer oder ist das ein Gauner? Nein, das ist die Polizei. Mit der Polizei, glaube ich, sollten wir weniger zu tun haben. Sondern wir sollten lieber hier rüberlaufen. Drehen jetzt mal die Kamera so in diese Richtung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, ich habe schon... Na, mit Touristen will ich nicht reden. Hier, komm, zuschlagen macht überhaupt keinen Sinn. Und irgendwie macht das Spiel... Aber was ich sagen wollte ist, es hat auf Amazon sage und schreibe, wenn ich es nicht schon gesagt habe, 6 Bewertungen, eine davon 5 Sterne, 5 davon keinen Stern, also ein Stern. Warte mal, wir sind in die falsche Richtung gelaufen. Ist das nicht lustig? Guck mal, da ist ein Fahrer, da ist eine Bar, da können wir bestimmt rein. Wer hat denn dieses Spiel verbrochen? Oder hat das jemand von euch, dieses Spiel hier, dieses Game? Wo ist denn der? Da läuft ja ewig. Komm, beweg dich mal ein bisschen schneller. Ach, mit Doppelklick. Alles klar. Juhu. So geht das. Die Atmosphäre ist auch der Wahnsinn hier. Das ist ein Mittelsmann. Oh, hier, warte mal, Mittelsmann. Zu dem gehen wir mal hin und mit dem reden wir mal. Elisario Martinez. Senor, ist das Ihr Auto oder wie schon? Übrigens glaube ich nicht, dass wir uns bereits kennen. Nein, wir kennen uns noch nicht. Senor. Ja, es gehört mir. Naja, nicht ganz. Ich meine, es ist fast meins. Wie auch immer, ich heiße Martinez. Das wusste ich doch, dadurch, dass es mir eingeblendet war. Ich habe ein paar Fragen. Erkundigen nach einer bestimmten Person und dann zeigen wir Ippolit Baschirow. Ist das ein Tourist? Habe ich nie von ihm gehört. Ach Mann. Und wer ist Juan? Guter Polizist, Innenminister. Na super, geil. Nächstes, ich gehe gerade. Dann können wir den Fahrer vielleicht fragen. Vielleicht weiß der was. Oh, das sieht schon so aus, als wenn er aber irgendwas wüsste. Was ist mein Freund? Wir kennen uns doch nicht. Ich bin Jorge Banto und arbeite für Herrn Krauf. Ich bin sein Chauffeur und Leibwächter. Okay, dann kennst du bestimmt unseren Hippoli. Nein, kennt er nicht. Okay, prima, nichts. Ich genieße die Aussicht. Das macht's natürlich für uns einfach. Wir könnten natürlich auch mal da rein, in diese Bar. Na, geh doch rein. Warum gehst du nicht rein? Komm, hier, rein, bewegen. Und jetzt? Was macht das Spiel jetzt? Jetzt bin ich zwar hier drin, aber das nützt mir nichts. Es nützt mir nichts. Weil ich nicht weiß, wie ich da... Oh, was ist denn hier? Okay, das sind meine Waffen und den ganzen Kram. Okay, das kann ich ja noch verstehen. Aber wieso will er mich nicht reinlassen? So, ich bin jetzt drin. Wie macht man das dann? So kann man rauszoomen, so kann man reinzoomen. Oh Gott, das ist im Prinzip ganz, ganz schlimm. Ich würde auch sagen, dass wir genau an dieser Stelle hier gleich Schluss machen. Das ist kein Spiel. Ah, okay, man kann auch hier hinlaufen. Dann sprinte mal hierher. Weiß sowieso nicht, was ich jetzt mit dir anfangen soll. Weil im Moment keine Aktion ist. Ich wette, ich müsste eigentlich bestimmt in diese Lokalität rein. Das ist ein Polizist gewesen. Was war das für einer hier? Bist denn du auch ein Polizist? Den können wir ja mal fragen. Komm, wir fragen den mal. Polizist, hallo, was kann ich? Oh, ich erkundige mich mal nach. Hier ist das Foto. Nein, habe ich noch nie gesehen. Och Mann, ey, das ist doch schon wieder... Ach, nichts, hier, komm. Das ist doch schon wieder Scheißendreck. Was soll denn der Mist? Soll ich den Polizisten... Eigentlich müsste ich doch in der Bar nachfragen. Da bin ich mir Ach, guck mal. Man muss bloß draufklicken. Ein Deutscher. Da, wir gehen mal zu dem. Der kennt den bestimmt. Das machen wir mal noch. Ey, muss ja komplett abbrechen. So. Hey, Deutscher. Was brauchen Sie? Sie sind nicht von der hier, oder? Ich bin Willi Krauf. Ach, das ist der. Okay. Ich erkundige mich mal nach
Hippolyt. Ach, hat er wohl nicht gehört. Ich krieg ja noch einen Hals. Typ. Hier, komm. Wir reden mal mit Typ. Hallo, wer sind Sie? Lassen Sie mich raten, MI5? Oh ja, genau, verstanden. Okay, hier, komm, erzähl mal. Habe ich nie so... Oh nee, Junge! Dann müssen wir den Söldner fragen. Du bist Söldner, stimmt's? Ich werde mich jetzt davon machen. Nee, halt. Ach, den kann man anheuern hier. Verstehe, aber das will ich nicht. Einheimische, was kann sie? Erkundigen nach einer bestimmten Person. Wo ist er denn? Jetzt steht hier der nicht. Oh Mann! Ich, irgendwas los in der Stadt, das ist mal sicher. Okay, die... Ach, der Wirt, der weiß immer was. Irgendwelche Neuigkeiten? Also gut, erzählen Sie mir. Ich zeige Ihnen Eldos. Heute ist der Glückstag, hier und jetzt, genau in dieser Stadt. Es gibt einen Mann, der jemanden wie Sie braucht. Sein Name ist Esteban Cobeno. Sprechen Sie mit ihm. Das wär's. Danke. Sehr schön. Mit Esteban Cobeno. Der ist bestimmt da drin. Nee, das ist der Doktor. Wer ist das hier? Esteban Cobeno? Bar? Jorge? Der nicht. Der nicht. Arturo? Willi Krauf? Alfred? Tourist? Tourist? Oh, hier geht's weiter. Bankangestellter? Bürgermeister? Oh, gucke da. Major und Colonel? Aha. Und das ist mein Ziel? Nee, das ist bestimmt bloß so ein Übergang, ne? Museumsdirektor? Aha. Naja, irgendwo wird er schon... Hier ist er. Ein Einheimischer. Ja, das ist ein sehr schönes Feld hier. Ich freue mich. Aber... Esteban! Wir könnten den Kneipier fragen, ob er irgendwas von Esteban weiß. Ach, guck mal, Sirusland. Kennst du... Nee, halt, kennst du nicht. Kennst du nicht... Kennst du? Du kennst den doch, Willi. Willi the Kid. Esteban. Nee? Dann sie vielleicht? Einheimische kennt doch alle. Esteban. Jetzt ist er hier nicht dabei. Och Mann, ich mach jetzt Schluss hier. Das gefällt mir nicht, das Spiel. Ich würd's nicht kaufen. Ich mach Link trotzdem drunter. Hihi, ciao, tschüss.